Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video, was ich hier hochlade. Ich habe bei Instagram eine Fragerunde gemacht und zwar über die 20 bedeutendsten Fragen für euch, die ihr mir immer schon stellen wolltet. Und dazu kommen wir jetzt in diesem Video. Ich bin Sunny, der ein oder andere kennt mich vielleicht, wie gesagt, schon von Instagram unter sunnytiger-official bin ich da zu finden. Genau 22 Jahre alt. Wie gesagt, zum einen von Instagram und zum anderen kann man mich auch bei Facebook unter genau dem gleichen Namen finden. Also derzeit wohne ich in Köln seit jetzt schon, ich glaube, 3-4 Jahren und bin noch ganz zufrieden hier. Geboren bin ich im wunderschönen, herrlichen Jena in Thüringen und das war auch meine Kindheit in Thüringen. Jena musste ich leider schweren Herzens verlassen aufgrund der Ausbildung, da man hier im Westen sozusagen einfach viel mehr Möglichkeiten hat, auch im Jugendalter sich viel mehr ausleben kann. Und man misst es, aber man wird auch zurück in die Heimat kommen. Meine Hobbys zählen zum einen Musik hören, Konzerte, Festivals, da kommen wir aber später genauer dazu. Zum anderen sich natürlich auch mit Freunden treffen, insofern das geht, was natürlich jetzt in dieser Zeit ein bisschen schwierig ist. Und Sport machen. Ich liebe diesen Ausgleich nach der Arbeit. Puh, das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin seit 3 Jahren oder so, ungefähr kurz nachdem ich hier nach Köln gezogen bin, im Fitnessstudio angemeldet und gehe da auch regelmäßig hin. Nee, eine Trainerin bin ich nicht, aber ich versuche, wenn ihr das Interesse habt, auf dem Kanal hier vielleicht das ein oder andere Workout sozusagen zu probieren, um mich auch als Trainer so ein bisschen auszuprobieren, weil es mir super viel Spaß macht. Und im Gym generell trainiere ich frei. Ich gehe aber auch ganz gern zu Kursen. Da besuche ich zum Beispiel von Les Mills Body Attack und Body Pump liebend gerne. Und das sind Kurse, die mich total auspowern und ich feiere. Gar keinen Fall. Leute, Sport ohne Musik. Da fehlt der Drill, da fehlt die Motivation. Also das muss auf jeden Fall sein. Dazu. Und zwar höre ich liebend gern Deutschrockmusik, es gibt nichts Besseres. Des Weiteren höre ich aber auch beim Sport jetzt gerade halt viel Rap. Ich höre gern ein bisschen House, R&B, gerade auch zum Beispiel, wie ich vorhin schon Rap genannt hatte, auf dem Weg in die Heimat zum Beispiel, abends bei langen Autofahrten. Da bietet sich Rough Come Over zum Beispiel ganz gut an. Deutschrock höre ich so ungefähr seit der 5. Klasse, würde ich sagen. Damals groß geworden sozusagen bin ich mit Freiwild und den Onkels. Damals noch so, ja okay, die Kumpels hören das, hörst du es mal mit, klingt jetzt gar nicht so scheiße. Und inzwischen feiert man es richtig. Oh ja, also Konzerte vor allem, da habe ich sehr viel Gefallen dran. Auch nicht jetzt nur Deutschrock, auch Rap-Konzerte hin und wieder. Aber Festivals müssen einfach viel mehr sein, Leute. Ich besuche jedes Jahr die GOND, das ist auf jeden Fall ein Muss, um einfach mit Bands wie zum Beispiel Gotsche Front und gerade Schlussakkord im engen Kontakt zu stehen. Und also einfach das Feeling ist da total cool. Man ist wie in einer Familie und das ist echt cool. Aber es müssen noch viel mehr Festivals demnächst werden. Ja, auf jeden Fall. Also für ein Bier bin ich auf solchen Festivals immer zu haben. Auf jeden Fall sieht man mich des Öfteren vielleicht, oder hat mich der ein oder andere schon mal, im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena gesehen, denn dem Verein gehöre ich sozusagen an. Ich liebe es, ins Stadion zu gehen und das macht mir viel Spaß, die Jungs anzufeuern. Ja, aufgrund dessen, dass ich halt nun leider 400 Kilometer weit weg wohne, als da, wo die Mannschaft
Heimspiel hat sozusagen. Es ist natürlich schwierig, jedes Spiel sich anzugucken, aber ich versuche so oft wie möglich ins Stadion zu gehen und ansonsten wird es halt im Internet. Auf Instagram, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, da kennen mich wahrscheinlich die meisten her unter Sally Tiger-Fische. Ebenso wie auch auf Facebook bin ich auch zu treffen für die Leute, die kein Instagram haben. Und jetzt ja nun auch endlich auf YouTube. Ja, also da darf ich schon ein bisschen spoilern. Also ab Sommer wird es da was Cooleres geben, was ich aber jetzt noch nicht verraten werde. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf gefasst machen. Und demnächst gibt es schon Autogrammkarten von mir. Gedruckt sind sie schon, es ist alles im Gange, aber sobald es genauere Infos gibt, erfahrt ihr sie zuerst. Ja, also ich habe ein großes Vorbild, das ist Lucy Cat. Ich finde es einfach total cool, was sie macht, ihre Art, wie sie dahinter steht, hinter dem, was sie tut und einfach noch ihr junges Alter sozusagen auslebt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Vorbild von mir. Ja, ich bin Single und das ist auch derzeit nicht so eine Aussicht. So Leute, das waren eure Antworten auf eure Fragen und vielleicht war ja auch deine Frage mit dabei, die du mir über Instagram gestellt hast. Wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen oder was weiteres noch habt, schreibt mir doch gerne über Instagram oder über Facebook, da bin ich auf jeden Fall für euch da. Und es werden hier auch noch einige weitere Videos folgen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Anregungen habt für vielleicht die nächsten Videos oder noch Fragen, die noch nicht gestellt bzw. noch nicht beantwortet wurden. Ja, ansonsten sehen wir uns und bis dahin.